Wo ist ein Baum? Ah, okay, ja, genau. Zählt das Bergbauwerkzeug. Ob das so funktioniert. Alter! Bekommst du jede Menge? Oh yeah. Ich geh mal Holz holen. Okay. Du kriegst dann du zum Abbauen, wenn du willst. Das wäre nicht schlecht, weil wir Benzin haben wir ja genügend, oder? Ja, nur es sorgt halt extrem Benzin, wenn du halt abbaust. Ich habe jetzt nur noch 23. Na gut, ich habe auch Zombies und gekillt. Ja, okay. Nee, aber dann mache ich das einfach mal so. Jetzt ist sie leer. So, mal essen. Habe ich noch eine Axt oder so? Nein. Ich habe jetzt 600 Holz und ich hatte 100. Alter. Ich habe nur drei Bäume gefällt. What? Okay. Okay. Das ist crazy. Oh ja. Nur Sprit wird halt dann auch scheiße. Deswegen werde ich auf alle Fälle mal Autos und Tankstellen nochmal abschauen. Einfach aus dem Grund wegen am Sprit. Dann müssen wir morgen nochmal Sachen holen gehen. Ja, okay, aber ich kann also mal den restlichen Sprit, was wir halt so in der Butze noch haben, kann ich mal verbrauchen. Ja, also sie kann immer 200 Liter tragen. Wir haben, glaube ich, 1000, das heißt, du kannst dich schon mal fünfmal aufladen. Haben wir wahrscheinlich je 5000 Holz dann. Ja, sicher mehr als das. Alter, geil. Ja, stimmt, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, einfach mal mitten der Motorsäge mal da drauf zu halten. Komm wieder zurück. So, da haben wir noch Fleisch. Da haben wir nichts mehr. Lauf, Alter. So, Eisengitter stehen jetzt auch schon, gell? Jo, Hinten. aber Aber. die sind dann wahrscheinlich, also man kann eigentlich nicht so rausschießen, oder? Aber das kann man Du nicht kannst anders machen. durchschießen. Durch die Gitter durch. Ja klar, Das ja. sind, du kannst nur nicht durchhauen. Müssen wir das immer noch wegtun? Du kannst zwar durchschießen, aber nicht durchschlagen. Das ist der Unterschied. Ja, muss halt immer so links, rechts dann laufen, wenn Ja, einer. genau. Okay, aber du hast mehr oder weniger schon alles. Naja, wenn die direkt vor der Haustür stehen, ist das halt. Aber du kannst halt nichts machen dagegen. Kannst du machen nix. Kannst du machen? Nix. Ich weiß nicht, was. Alter, ich bin so dumm, ey. Das ist gerade los, einfach. Ups. Da liegen. So. Jo, jetzt ist wieder Abend. Ach ja, trinken. Also, dann trinken wir, essen wir das jetzt noch und das trinken wir. Weißt du, was lang ist? In 2 Tagen. Was denn? Dann musst du wieder arbeiten gehen. In 2 Tagen. Ja. Für mich Ja. ist eigentlich schon mehr oder weniger Sonntag. Aber ja. So, wo ist unser ganzes? Ich gehe jetzt unser ganzes Messing anschmelzen, gar nur so. Freilich. Stoff, Leder, brauche ich was zum Essen? Ja, so ein Ei. Wird reichen. Einen Kaffee nehme ich mal mit. Dann haben wir noch einen leeren.
Gleis krieg. Zum Trinken brauche ich noch nicht. Du könntest da mal die ganzen Maple Seeds da rausnehmen und Bäume pflanzen gehen. Was haben wir denn da noch? Pine Seeds. Angelblei. Haben wir die ganzen Angelbleien da? Ist der da drinnen? Nein. Der Angelblei. Bin ich gerade so doof, den zu finden. Ich bin jetzt auch zu dumm. Was hast du für Seeds gemeint? Maple Seeds, das sind so weiß, so zwei weiße Blätter. Ach so, jetzt, oh mein Gott. Okay, weil die Tannenzapfen, die hau ich dann schon in meinen Boden rein, aber die anderen wusste ich jetzt nicht, okay. Da kriegen wieder Besuch, gell? Na, sauber. Hast du eh gerade gehört, der hat gerade wieder wie ein Bein verloren. Ja, wir machen jetzt einfach mal die Taschenlampe hier. Hui! Ich habe, glaube ich, vielleicht ist das fünfte Mal die Taschenlampe an, gefühlt. Benutze ich sehr, sehr selten. Ich auch, ich habe jetzt eine Fackel. Ja, die Taschenlampe, die kannst du halt eigentlich immer mal so dazuschalten. Das ist nicht schlecht. Okay. Oh, alles klar. So, Federn haben wir noch. Ui. Kann ich den Angelblei einfach einschmelzen? Ja, gar nicht perfekt. Das erforderliche Rezept noch nicht gelernt. Der Klassiker. Echt dumm. Wollen wir noch geschmiedeten Stahl? Ja, bestimmt. Ich stelle mal wieder 30 her, sorry. Wir müssen dann mal wieder Clay holen. Ah, jetzt kann ich auch Patronenhülsen craften. Ah, okay. Weil dafür braucht man Messing. Ich melde jetzt gerade das Messing ein. Ah ja, bei der Kleidung liegt noch immer das Painting-Metall, was du noch lernen kannst. Ah, das kann ich noch lernen, ja. Falls du wieder nutzt. Metal. Ja, schauen wir mal. Skills. 18 Skill Points. Das Kamel kann ich wieder leveln, weil ich 20 bin. Sehr gut. Und den Überlebenden, zack, so jetzt wir noch 6 Punkte. Waffenschmied leveln. Habe ich Waffenschmied Level 4. Achso. Da Alteisen, da Spitzen kosten 40 Eisen. Ach du Scheiße. Klappe. Salottenzaun. Wow, was man da wieder alles machen kann. Nehmen wir erstmal eine Stahlschaufel mit. Also ich meine jetzt so architektonisch. Architektonisch. Ah ja, ernst, jetzt kommen schon wieder Leute. Natürlich kommen sie jetzt wieder. Ich baue halt noch so Stangen. Aber die hören sich auch schon wieder sehr kaputt an, die Zombies. Ja, die verlieren ja durch die Spitzen immer Beine. Lol, die rennen weg von uns? Sollen sie, die lernen endlich Angst haben. Hat die lang genug gedauert.
Ah ja, aber was braucht man für Sprit? Tierfett und Spiritus. Was braucht man für Spiritus? Maismehl und eine Flasche Wasser. Okay, wenn wir das nächste Mal einen Wolf killen, dürfen wir das Fleisch aber nicht braten. Ich will mal so einen Fleischeintopf machen. Okay. Stimmt noch irgendwas rum? Einmal Schrauben, Federn, geschmiedeter Stahl, oh je, meine. Geschmiedeter Stahl haben wir genug. Kohle, hey, können wir dann? Ach nee, die Was? Zugbrücke kann man halt noch nicht machen, weil wir es noch nicht gelernt haben, oder wie? Wahrscheinlich. Verstärkte Zugbrücke. Also geschmiedetes Eisen hätten wir. Holz hätten wir auch. Ja. Mechanical Parts hätten wir auch. Das habe ich auch schon Ja. gesehen. Und Schraubenfedern braucht man geschmiedeten Stahl. Ja. Geschmiedeten Stahl haben wir. Schraubenfedern. Na, dann machen wir uns einfach eine Zugbrücke jetzt, oder? Ja, warte, ich schau mal, was Schraubenfedern kosten. Schraubenfedern. Kohlebrocken und geschmiedeter Stahl Genau, das meine ich eben. haben wir nicht. Ach so. Das ist normaler Stahl? Dafür braucht man diesen komischen Gusstiegel und den können wir noch nicht bauen. Das ist das Problem. Alter, die Zugbrücke braucht einfach mal 20 Minuten zum Erstellen. Glaube ich ja. Scheiße. Braucht man jetzt eigentlich für eine Schrotflinte? Langer Lauf. Ah, wir haben noch immer keinen Schrotflintenverschluss. Scheiße. Oberschrot. Brauchen halt noch so einen scheiß Schrotflintenverschluss, weil dann können wir endlich eine Schrotflinte craften. Boom. Weil das wird dann richtig geil, wenn man die herstellen kann. So, die Gartenhake, die lasse ich jetzt so mal wieder da, weil brauchen wir es jetzt eh nicht. Ah ja, ich mache mir mal so eine Ding, so eine. Genau, eine Feueraxt. 20 geschmiedeter Stahl und Holz, okay. Weil du hast ja noch eine, oder? Ich habe noch eine, ja. Bin ich jetzt. Warte mal. Extrem dumm, Alter. Decken wir den. Wieder den Stahl raus. Was mache ich nicht? Ich ziehe mir nicht ins Inventar. Ich meine, weiß, ich verbrauche jetzt 20 und habe 30 hergestellt. Würde gerne mal wissen, für was man das. Also für das braucht man ja, stimmt, das braucht man für den Dünger. Aber dafür braucht man wieder einen Zementmischer. Den wir natürlich nicht haben. Aber der wäre nice. Tun wir mal die Kerze hier weg. Hier hängen wir eins weiter nach oben. So. Wieder mal ins Wintergebiet gehen, aber ich will eigentlich zuerst noch den. Achso, deswegen ist mein Stoff noch nicht da, weil ich immer noch die Axt baue. Er schreibt halt wirklich Schilder hin. Warum denn nicht? Das sind einfach bloß Waffen. Der Beste, oder? Ja, was soll man sonst machen in der Nacht?
Ich schärfe die Glasscheibe. For a trap that will when step on. Soll ich mal eine geschärfte Glasscheibe machen? Was? Zum Testen. Das ist eine Falle angeblich. Achso, ja, warum nicht? Ja, das sind die einzigen Fallen, die man machen kann. Alter, wir haben halt jetzt schon 600. 600? 600 von dem Messing. Nice. So, das haben wir schon alles gesehen. Und schon wieder in die Falle reinrennen. Dass man wenigstens ein bisschen produktiv ist am in der Nacht. So, ich habe die jetzt mal unter die unsere unter unsere Terrasse gesetzt. Okay. Die Glasscherbe. Mal schauen, was bringt. Wenn wir das schon rausfinden. Allein wenn wir die Front da komplett als Eisenstangen machen könnten, da könnten wir so schön rausschießen. Schon, ja, das stimmt. So, dann haben wir hier genügend. So. Oh, ein Jagdmesser wird es auch noch geben. Kann man auch machen. Bekommen wir, wird man noch mehr rausbekommen, aber da braucht man wieder das Buch. Da ist ein Buch dahinter. Okay, ja, ist blöd. Könnte mal wegen den natürlichen Antibiotika schauen. Ich habe jetzt so mal noch 10 Schienen gemacht und die auch in die Kiste reingetan. Weil wenn es mal schnell gehen muss. Naja, da kommt schon wieder was angedackelt. Okay, dafür braucht man Heilbeeren und für Antibiotika brauchen wir noch 3 Nitratpulver. Wissen das? So. Und ein paar Flaschen Wasser nehmen wir mit. Achso, dafür brauche ich einen Messbecher. Ich meine, wir hätten einen, nur ich will den nicht wirklich verschwenden dafür. Schaut das da oben eigentlich aus? Da steht schon irgendwas für unsere Haustür schon wieder.